Hallo und willkommen zu einer neuen Folge World of Tanks. Ja, wir steigen direkt ein, überspringen die Garage heute mal. Es soll auch nicht so eine wirkliche Vorstellung sein. Wir sehen hier die Maus. Die Maus. Erstmal sehen wir sie hier in wunderschöner Pracht mit diesem Krampus-Skin. Hier ist wirklich alles an seinem Platz und hier ist nichts drüber. Sieht man ja ganz eindeutig und damit seid ihr auch wirklich der Hingucker eures Teams. Ganz gewiss. Ja, aber davon mal abgesehen, die Maus. Ich habe, glaube ich, noch nicht ein Video zur Maus gemacht. Ich habe auch so ein kleines Problem mit dem Ding, denn irgendwie passt er nicht mehr so richtig. Wisst ihr ja selber. Und hier übrigens. Wir sind hier, wie angekündigt, der Hingucker. Passt sie überhaupt noch irgendwie ins Spiel? Ich meine, sie wurde vor kurzem, wobei es ist schon ein bisschen her jetzt, ein bisschen angepasst. Also sie hat 5 km/h mehr bekommen. Eigentlich schafft er das Teil nur so 20 km/h. Jetzt sind es 25, aber auch trotzdem fahrt ihr dann oft doch hinterher. Und das ist eben auch das Problem, was ich mit dem Ding hier habe. Er ist einfach viel zu langsam. An und für sich, ihr habt natürlich die meisten HP mit 3000. Und das kann auch mal ganz witzig sein, wenn man denn so Runden oder Karten auch hat, an denen man das Teil ganz gut spielen kann. Jetzt kleine möglichst, Stadtkarten am besten noch, bei denen man schön anwinkeln kann, wobei man auch sagen muss, hier ist unser erster Schaden, dass das auch meist dann nichts bringt. Also gegen 8er funktioniert wunderbar, aber alles darüber wird schon wieder schwierig. Wir sind hier auf Heilbronn und ihr seht schon, was ich hier mache, nämlich eigentlich gar nicht wirklich viel. Ich habe hier schon von Anfang an den maximalen Base-Dev eingeleitet. Denn was soll man jetzt auch groß machen? Das ist eben dieses große Problem. Wir hätten jetzt hier natürlich in die Stadt fahren können, aber wenn ihr mal auf die Minimap guckt, ist nichts hingefahren und dann habe ich mich auch gleich, also eigentlich war es der Plan, aber dann habe ich auch gleich mich umentschieden und gesagt, komm, bleibe ich erstmal hier und ich warte einfach, denn der Gegner wird sicherlich durch die Stadt einmarschieren wollen hier. Und ja, dann machen wir jetzt ganz klassisch Basis verteidigen und den Schaden kommen lassen. Ein bisschen haben wir jetzt, wir haben sogar schon einen Kill abstauben dürfen. Und schauen wir mal. Bisschen Geduld mitbringen bei der Maus sowieso. Aber wie gesagt, so wirklich passend tut sie nicht mehr. Sie ist einfach zu langsam. Sie ist einfach zu klobig. Sie ist Ziel Nummer 1. Wenn ihr es denn wagt, aufs offene Feld zu fahren oder so, da macht ihr nicht viel, außer eben eure 3000 HP anbieten. Und da freut sich jeder Gegner drüber. Von daher, wie gesagt, habe ich auch so meine Probleme. Ich spiele sie auch nicht wirklich viel. Eben auch aus den besagten Gründen. Oh, hier ist mal schön Auto eben auf den ES3 verkackt. So muss das sein. Unserem Ohoda ein bisschen aus der Patsche helfen. Der hat es dann getan. Ist er alleine in die Stadt mehr oder weniger. Ja, die Arti stand da, glaube ich, auch, aber die ist ja schon raus. Und ich meine, da hat er dann auch nicht viel Spaß. Jetzt können wir ihn erstmal hier ein bisschen in den Arsch retten. Jetzt mal wegnehmen. Also, gegen 8er funktioniert er wunderbar, so ist es nicht. Aber das ist ja nun für den 10er jetzt kein besonders großes Kriterium oder besonderes Merkmal. Und ja, was macht man also großartig? Also am besten, wie gesagt, schöne... Hier ist man hier 7, jawohl. Kleine Karten, aber wie das ja immer so ist, diese kleinen, engen Stadtkarten kriegt ihr, wenn ihr Light spielt, aber bestimmt nicht, wenn ihr euch in die Maus setzt. Man sieht sie auch relativ selten, muss ich sagen. Ja gut, warum haben wir, glaube ich, jetzt schon ein wenig erläutern können, oder ich. Das Problem habe ja nicht nur ich. Klar, hätten wir jetzt auch irgendwo reinjodeln können, das kann er dann auch noch. Dafür habt ihr eben, anders gesehen, dann eben auch die HP. Aber in dem Fall
habe ich mich dann jetzt erstmal dazu entschieden, hier einfach einen Base Dev einzuleiten, direkt von Beginn an und den Schaden kommen zu lassen. Wenn das nämlich so läuft, wie es jetzt hier läuft, dann könnt ihr das auch ganz gut verteilen. Kommt ja sogar auch auf Schaden. Also ihr habt nicht mal was groß gemacht. So wie der E7, der will nicht so richtig. Jetzt tu uns doch den Gefallen. Uns allen. Und komm raus da. Ja, immer noch nicht. Ja, so langsam wird es wieder eng. 9:8, wir sind ja jetzt auch nicht wirklich die große Hilfe. Aber wir haben auf jeden Fall die Seite hier, die haben wir im Blick. Also, wenn da was kommt, wir sind bereit. Sehen wir ja hier, circa eine Woche nur auf diesen Schuss gewartet. Und natürlich sauber verkackt. Wir sind vorbereitet, ganz eindeutig. Na, vielleicht gibt uns nochmal eine Chance. Erstmal nicht. Die Maus hat ja auch mittlerweile eine Zweitkanone, also das Nebengeschütz sozusagen. Können wir natürlich auch wunderbar nutzen. Dazu müsste man dann aber eher im Nahkampf sein. Ist jetzt hier vielleicht nicht unbedingt die beste Alternative, wobei das hier jetzt auf den Woods vielleicht sogar funktioniert hätte. Aber ich nutze das auch tatsächlich gar nicht so häufig, auch wenn man es könnte. Entweder weil ich es vergesse oder weil ihr da meistens damit sowieso nicht durchkommt. Ist ja ein nettes Gimmick, so kann unter Umständen auch ganz nützlich sein, so ist es nicht, aber in den meisten Fällen lasse ich es dann doch weg. So, hier ist 7. Wir hatten ja noch irgendwie eine Rechnung miteinander, beziehungsweise ich. Und ja, da hat er uns zwar aufgemacht, aber da war es dann auch schon zu spät für ihn. Ah, in der Zeit können wir nochmal den wunderschönen Skin hier begutachten. Also wirklich, da ist aber auch kein Gramm und kein Horn irgendwo zu viel, ganz klar. So, ja. 6:2 und jetzt die Ketten unter den Arm und los geht's. Wir sehen ja auch schon hier, wir kommen jetzt hier den Berg runter, ja, mit satten 34. Dann haben wir noch. Letztendlich bleiben dann hier 24, 25. Das ist halt zäh. Das macht auch schon von vornherein nicht so viel Bock. Wenn ihr wisst, ihr müsst da jetzt so eine Krücke fahren und kommt nicht voran und fahrt dem Schaden wieder nur hinterher, eventuell. Dann bin ich da doch selbst ein bisschen dreist und stelle mich einfach da oben hin und warte einfach, dass der Schaden zu mir kommt. 2:8, gut, ja, ist jetzt auch nicht überragend viel, aber ist ja noch nicht ganz vorbei hier. Gucken wir mal. Nur irgendwas auszugraben, hinterher zu fahren, das ist eben schwierig. Jetzt sind wir aufgegangen, achso, da in der Stadt, okay, ist halt gerade zwischen den Häusern durchgecrossed und hat uns dann gesehen. Aber ein Full-Life-PTA, ja, nehmen wir doch mit, also den Snack, den lassen wir uns auch nicht entgehen. Jawohl. Wenn er uns das schon anbietet und wir sehen, wir sind eigentlich in ganz guter Position in diesem Fall jetzt, weil alle anderen schon Richtung Base unterwegs waren. Wir haben da so einen kleinen Vorsprung. Kann er möglicherweise Full Life, also komplett abfahren. Das war der zweite. Das ist auch schon fast One-Shot für uns. 490 Alpha, wir haben ja die. Ach, ja, sauber geschossen, ganz klar. Der Brunnen war ja auch nicht zu sehen. Die E75 Kanone. 246 Durchschlag auf der Standard. 311 müssen es auf der Premium sein. Und, jo, hier den Krieg nehmen wir auch noch mit. So kommen wir dann auf 4200. Bei 490 Alpha. Ich schieße hier aber tatsächlich meist sogar Premium, weil ich möchte eben auch den Schaden machen. Ja, so kommen wir mit einer interessanten Taktik auf Platz 2 sogar. 4 Kills, 4298 Schaden. Ich glaube, ein bisschen Unterstützungsschaden war auch noch dabei. Ja, ihr könnt gerne mal schreiben, wie ihr das so empfindet mit der Maus. Spielt ihr sie gerne, spielt ihr sie gar nicht? Seht ihr das ähnlich? Seht ihr das ganz anders? Wie gesagt, ich
Ich spiele sie gelegentlich mal und hoffe mal auf eine anständige Karte. Man kann das hier, hätte das hier natürlich auch komplett anders machen können, aber ja gut. Ich wollte jetzt einfach mal so ein bisschen das Thema Maus anschneiden und ja, wie gesagt, gerne mal in die Kommentare, wie ihr da zur Maus steht. Ja, in diesem Sinne, kleines Video in diesem Fall mal soll es das gewesen sein. Bis zum nächsten Mal und tschüss.